Hallo, meine lieben Freunde, danke, dass ihr bei mir wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Let's Play, beziehungsweise nicht neuen Let's Play, aber einer neuen Folge dieses Let's Plays, und zwar Murder Soul Suspect. Und wir sind hier in der Kirche und müssen die Zeugen finden und noch andere tolle Sachen. Und wir fangen gleich mal damit an. Was haben wir denn hier? Toten Raben. Krass. Die Wände kann ich nicht. Oh oh. Oh oh. Ich weiß, was das ist. Das ist doch ein Dämonenloch. Aber wie kann ein Dämon bitte hier in die Kirche? Alter, so schnell war ich nicht. Wie kann denn... Oh ne, das lasse ich mir nicht bieten. Ich mache gleich weiter, aber den mache ich platt. Alter, das ist auch immer eine andere Maustaste. Scheiße, so schnell bin ich wirklich nicht. Okay, lassen wir das. Oder wollen wir es noch mal probieren? Na komm, wir müssen es probieren. Einmal will ich noch. Ein einziges Mal. Einmal. Ach, man weicht tatsächlich nur zurück. Aber wie kann denn das da bitte hier reinkommen? Diesmal war ich übrigens schnell genug. Der Mann ist, wer ist. Ich kann nicht anders. Ich versuche... Oh, ich muss... Eigentlich ist es ja, glaube ich, eine Frau, ne? Mich fernzuhalten, vernünftig zu sein, an jemanden zu denken, mit dem ich an ein normales Leben teilen könnte. Aber ich denke an Ronan. Ich kann nicht aufhören. Kann nicht. Das ist so. So fühlt sich wahre Liebe an. So, ich hoffe, ich habe das ein bisschen authentischer jetzt wiedergegeben. Oder deine Mutter. Glaube ich nicht. Sie kommen dich holen. Kann ich nochmal mit ihr reden? Ich kann sie immer noch sehen. Okay. Ja, gucken wir, was wir hier haben. Ich weiß, wo ich jetzt als nächstes hin möchte, bevor ich hier aus... Ah, hier waren die schon wieder. Habt ihr das gesehen? Oh, da drüben liegt noch was. Gleich mal hier R drücken. Eine Säge. Noch 10 weitere. Was ist eigentlich jetzt aus den anderen Dingern geworden? Die hier sammeln muss. Das ist der Galgen, das ist das Ding. Ah, hier, genau. Guck mal, hier habe ich noch nicht viel geschafft. Von den Gasdingern, ja, aber ich habe nur eine. Was ist denn das? Die Todesfee im Glockenturm. Und ewige Flammen. Okay, also eine ewige Flamme und eine Glockenturm. Da haben wir aber noch nicht viel. Oh Mann, ist das hier umfangreich. Ist sie? Gab es nicht einen Hinweis zur Kirche in der Wohnung? Ach du Scheiße. Das muss ich überlegen. Das hier oben, die Bilder. Falsch? Es geht nicht um die Kirche. Aber um die Kirche. Pater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile. Oh, natürlich, Ines. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Hier gibt es einen alten Dachboden. Dort kannst du bleiben. Solange du möchtest. Sie wohnt auf dem Dachboden. Den sollte ich mir ansehen. Der Priester meinte, ich kann auf den Dachboden bleiben. Wo das wohl sein mag? Es gibt Flashbacks, die wir hier aufnehmen, aber den ich ehrlich gesagt nicht... Guck mal da, seht ihr die? Die ist gleich weg. Und weg ist sie.
Na, wir suchen erstmal noch alles ab, bevor ich weitergehe. Und zwar nicht nach oben, sondern... Da hinten ist noch ein Geist, zu dem möchte ich gerne. Erlöse uns von dem Schatten des Bösen. Bewahre uns vor der Dunkelheit, die uns bevorsteht. Erlöse uns von dem Schatten des Bösen. Oh, was die wohl gesehen hat. Oh, wieder eine Information. Wir sahen vorgestern Abend einen Marathon mit Geisterfilm in Schwarz-Weiß. Kenne ich irgendwoher vielleicht von jetzt gerade? Ich konnte nicht glauben, dass er sie noch nie gesehen hatte. Ich mochte die romantischen Teile, eher die mit den Taffen Kerlen. Als ich ihn am nächsten Tag den Fedora kaufte, sah er verwirrt aus, gewöhnte sich aber schnell dran. Ist das der Hut, ne? Er ist jetzt Teil von ihnen. Ich glaube nicht, dass er ihn je wieder abnimmt. Doch, und zwar als er auf die Brust gelegt wurde. Aber er hat ihn nicht abgelegt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Okay, wir lesen mal die Gedanken. Wenn es da oben jemanden gibt, bitte schütze uns. Na gut. Das wird jetzt wahrscheinlich bitter. Oh, die beiden. Versprechen, dass ich nie bereut habe. Schön. Oh, jetzt kommt dieses Geister-Tattoo, dieser, ne? Der schönste Tag meines Lebens. Wir wussten von Anfang an, dass wir früher oder später hier landen werden. Finde ich gut. Schön, sowas. Sowas ist ja leider nicht mehr allzu oft. Ihr Gebet spricht aus, was ich denke. Es wird gefährlich da draußen mit all diesen Morden. Zumindest sind wir hier sicher. Bitte? Ich denke nicht, dass sich der Mistkerl in der Nähe einer Kirche versteckt. Wahrscheinlich geht es um meinen Mord. Viele Gebeter werden gerade gesprochen. Nicht nur ihres. Er würde nicht hereinkommen, oder? Wenigstens bin ich nicht allein. Okay, zwischen den beiden könnte noch mal was laufen. Die Krähen finde ich merkwürdig. Und schon wieder so ein Geist. Das ist unglaublich. Das kann ich gut riechen. Was kann ich gut riechen? Das verstehe ich nicht. Das. Was ist das? Hat sie das Gruselige gefunden? Na, wir nehmen mal das dritte. Fand sie das genauso gruselig wie ich? Oh, nein, nein, nein. Sie wusste es nie. Wo bleibt sonst der Spaß? Also, hast du sie gestalkt? Ich habe sie als einziger zu schätzen gewusst. Nicht wie diese Fremden, die sie in Bars getroffen hat, diese Tiere. Deswegen musste ich sie loswerden. Ich habe es für uns getan. Scheint, als hätte sich einer von denen ziemlich gewehrt. Nein, die waren alle zu betrunken, um sich zu wehren. Es passiert, als ich sie beobachtete. Ich habe in eine Schneeverwehung zurückgesetzt und den Auspuff verstopft. Die Abgase habe ich nicht mal gerochen. Auf einmal war ich hier. Um ehrlich zu sein, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Lästigen Wände mehr oder Schlösser. Jetzt kann ich sie beobachten. Jede ihrer Bewegungen. Für immer. Das ist gruselig. Gruseliger Kerl. Hey, such dir dein eigenes Mädchen. Die gehört mir. Oh, warte mal. Hey, such dir dein eigenes Mädchen. Die gehört mir. Schau, ich dachte, ich kann ihn ein bisschen provozieren. Jetzt möchte ich gerne noch mal in sie hier. Das hört sich auch falsch an. Hier ist es wenigstens hell und etwas belebt. Kann der auch in die gute schlüpfen? Ich dachte, ich hätte was gehört. Vor allem ist eine ältere Dame, ne? Alter, ist das ein kranker Typ. Habe ich hier in der Kirche irgendwas was übersehen? Ich kenne mich und ich werde wahrscheinlich nicht so oft mehr wieder herkommen. Ha, hier, habt ihr wieder gesehen? Da waren wieder welche. Ach, du dicke Kacke. Aber ich hab eine Idee. Oh, guck mal, da könnte ich auch lang.
Okay, bevor ich das mache, möchte ich noch in den Nebenraum rein. Ich wollte noch mal gucken, ob es funktioniert. Wenn der wüsste. Ha. Noch 8 Sägen finden. War mir schon klar, dass das nicht der richtige Weg sein wird, aber wir haben immerhin noch was gefunden. Ach so, so ist das. Die kann ich nicht durch. Ne, nee, war ja nur durch offene Fenster. Ja, dann war meine Vermutung richtig. Wenn sie sich beruhigt hat, frage ich sie, warum sie hier bleiben muss. Hier ist es heute Nacht so kalt. Wenn er redet, kann ich nicht aus ihm raus. Der Dachboden muss dort oben sein. Oh, eine schwarze Katze, es ist nichts Gutes. Finde einen Weg auf den Dachboden. Finde die Katze. Ach, geil. Ehrlich? In die Katze rein? Nach oben? Das ist alles? Hm. Ich habe die Katze gefunden. Okay, hier ist nix. Na, Katze, noch will ich nichts von dir. Ist die Lüftung in Ordnung? Mit den Sägen, das finde ich echt schräg. Was passiert denn sonst? Darüber wollen sie hier im Küchenbereich wohl lieber nichts hören. Kann ganz schön stinken. Es ist nicht meine Schuld, dass mein Sohn super ist. Ich wette, er hätte meinen Jungen gerne spielen sehen. Es ist nicht meine Schuld, dass mein Sohn super ist. Ach super. Ich habe Suppe ist verstanden und dachte, das kann ich richtig sehen. Zusammen. Sie haben sich direkt nach der Uni getroffen, purer Zufall. Reise nach Europa. Ich hatte gehofft, er trifft ein nettes irisches Mädchen in Dublin. Aber er traf Shelley in Florenz. Und sie ist aus Boston. Er reist tausende von Kilometern übers Meer, um die Liebe seines Lebens zu treffen, die in der gleichen Straße wohnt. Lässt einen fast an das Schicksal glauben. Als ob sie dafür bestimmt waren, sich zu treffen und auf ewig zusammen glücklich zu sein, was? Das ist toll. Wirklich toll. Ich höre nicht zu. Hält der mal die Klappe? Vielleicht an der Salem High. Und in der Uni-Auswahl. Das ist der Sohn. In meiner Küche wäre das nicht passiert. Was wäre passiert? Die erwarten exzellentes Essen unter diesen Bedingungen. Okay. Sind nur Lampen. Sind nur Lampen. Ich hänge fest, ich weiß nicht wohin. Ja, F. Oh, ich habe FFF gedrückt, aber ich hätte es gedrückt halten müssen. Shit, da war die Drehung wieder mal zu schnell. Oh, jetzt muss ich das nochmal machen. Ehrlich? Hier war nichts, das wissen wir ja schon. Nein, nehmen wir die Säge mit. Ich muss das jetzt machen. Die erwarten exzellentes Essen. Oder muss ich das überhaupt machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja,
Ach, die Sachen bleiben eingesammelt. Ja, ja. Ach, was passiert denn sonst? Ach, das habe ich vergessen. Ich kann ja auch so mal durchgucken. Mit F. Guck mal, die anderen Single da hinten, die, da macht der Dämon nix. Auf dem Antragsformular stand nur puritanisches Thema, nichts genaueres. Sehen Sie sich das an, sehen Sie doch, das nennen Sie puritanisch, da ist Plastik. Ich hab R gedrückt gehabt. Was soll das denn? Er mich denn von da hinten? Was? Bitte? Und warum ist der nicht gestorben? Ich hab's jetzt ja irgendwie mit dem Oh nein. Das finde ich echt scheiße. So, nach oben. Jawohl. Da, Kinder. Naja, wir haben zumindest die anderen Sachen. Ist die Lüftung denn auch noch? Ja, nur die reguläre Wartung. Die Teile sind groß genug, dass kleine Tiere durchlaufen können. Also müssen wir sicherstellen, dass... Ich möchte ja nicht dämlich sein, aber nennen Sie das einen Tafelaufsatz? Ja. Tut mir leid, auf dem Antragsformular stand nur puritanisches Thema. Nichts genaueres. Sehen Sie sich das an, sehen Sie doch... Ich probiere es nochmal. Ich hatte doch eher gedrückt, sogar gedrückt gehalten. Ich muss es nochmal probieren. Ich hab's mit den... Ich hätte nicht gedacht, dass es so akkurat sein muss. Ich habe eher gedrückt gehalten, es hat nichts gebracht. Guck mal, wie weit ich weg bin. Ich verstehe das nicht. Ich kann also nur in diesen scheiß Dämonen, also in diesen Geistern mich vor denen verstecken. Ich kann nicht weglaufen. Ist das Kacke, ey. Ja, manchmal rege ich mich auf. Das finde ich gerade ein bisschen kacke mit dem Dämon. Ich habe das gedrückt. Ich lasse das hier gleich mit dem hier. Da kreide ich Block! Ach, und die Dinger sind nicht aufgelistet. Wahrscheinlich bin ich immer nur aus der falschen Richtung gekommen. F gedrückt, mache ich doch. Ich kann mich gar nicht bewegen. Cool. Gut, das hat ja wunderbar funktioniert, not?
Ja, natürlich hat er mich gefunden. Ist klar, ne? Ich wollte das nur mal klarstellen hier mit dem Scheißgeist, mit dem Dämon. Also ich muss F drücken und dann muss ich eine andere Taste drücken und dann eine der beiden Maustasten. Und das muss ich jetzt ganz instinktiv machen. Das versuche ich jetzt aber noch in dieser Aufnahme. R drücken. B und D. Hallo? Ich kann mich nicht verstecken, weil ich hänge hier fest. Also funktioniert überhaupt nicht gut mit dem Dämon. Irgendeine Taste und irgendeine Maus. Geh doch! Fick dich! So, und... Ich möchte ja nicht mehr. Nur damit wir es nicht vergessen... Ist die Lüftung in Ordnung? Ja, vollständigkeitshalber. Das mache ich jetzt auch noch in der Aufnahme. Dreckiger Scheißdämon. So. Naja, und wie es hier weitergeht... Yeah, bin cool. Und wie es hier weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge von Murder So Suspect. Ich sage auf jeden Fall danke, dass ihr zugeguckt habt, auch wenn ihr im Hintergrund bei mir voll reinquatscht und ich deswegen umso mehr und schneller reden muss. Bitte guckt doch mal meinen YouTube-Channel auch noch in der Playlist rein. Ich habe noch ganz viele andere Spiele. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.